So. Ganz vorsichtig diesmal, ne? Ganz vorsichtig. Mit meine zarte Elfenfüße. So, Moment. Hier müsste ich ja, da habe ich noch, da kann man mal, da ist ja noch. Und dann mache ich mal hier, da, da. Alter Sch... Wede. Komm mal ran. Komm mal her. Ich habe nicht gesagt, geh auf den scheiß Dachboden. Ich habe gesagt, komm mal her. Was sind das nur für Idiotenhunde? So, ich geh pennen. Mir reicht's hier langsam mit diesen Flohbälgern. Mann, Mann, Mann. Da kriegst du ja eine mittlere Lebenskrise mit den Viechern. So, ab nach unten mit dir. Nach unten. Wo tief ist, kannst du fallen, Junge. So, Moment. Einmal wieder gucken. Und dann hier haben wir noch die zwei Stützpfeiler. Die können wir wieder anbringen. Huha! Ach, hier ist natürlich der ganze Zaun auch weg, tollerweise. So, fertig. Sieht doch aus wie neu. Scheiße. Zaun. Jetzt kam der Hund da oben runter. Idiotenhund! Also ich glaube, ich habe wirklich die dämlichsten Tölen überhaupt, die man überhaupt haben kann in Minecraft. Die haben sich alle hier versammelt, wie es aussieht. So, da brauche ich noch ein Tor. Oder eigentlich brauche ich ja gar kein Tor. So, hier mache ich das noch so, damit es dann schön authentisch aussieht. Und dann reicht das da erstmal. Meine Fresse. Alter Schwede. So, ich glaube, ich mach mal gleich eine Aufnahmepause. Jetzt habe ich hier aber schon, also da bin ich ja jetzt, habe ich ja, also jetzt bin ich ja auch. Bin ich ein bisschen aufgeregt jetzt auch. So, ich habe noch ein Haus zu bauen da vorne. Da ist aber gerade eh noch der Creeper rumgelaufen, wo immer der jetzt ist. Und ansonsten, da hinten das Hühnerding ist fertig. Da könnten wir vielleicht noch ein paar Etagen draufzimmern. Und ansonsten haben wir noch großartig irgendwas zu tun. Ach ja, wir haben ja da vorne noch diese Durchgänge, müssen wir noch fertig machen. Und eigentlich wollte ich ja... Ich wollte ja eigentlich mit der Erde noch vorne die Dinger fertig machen. So ein bisschen zumindest. Ist der Creeper hier noch irgendwo? Da hinten ist er. Naja. Mann, 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 Mann. So, dann hauen wir hier mal den ganzen alten Brackranz einfach auf die Erde. Und ich bin mal gespannt, was wir uns hier Schönes erbauen werden. So, Ach, das kommt, das kann ich ja gleich fertig machen. Ich habe doch schon wieder Ideen im Kopf gerade, das kann ich euch gar nicht erzählen. Weil sonst sagt ihr, oh Mann ey, der hat doch eine Macke. Das kann er doch nicht bringen, vor allem nicht im Let's Play, das geht doch gar nicht. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt wirklich, wenn wir jetzt hier wirklich ein endlos Let's Play machen, ne? Und das ist ja momentan so der Plan. Dann würde ich sagen, wir konzentrieren uns weiter darauf, diese Gegend hier ein bisschen auszubauen. Ich würde zwar gerne auch wieder zum Staffel 2 Häuschen gehen. Aber wir konzentrieren uns erstmal hier die Gegend ein bisschen auszubauen. Dann will ich hier mal was Richtiges, Schönes, ne, hinbasteln und so. Und dann kann man immer noch, huch. Das war wahrscheinlich die Strafe, dass ich... Ich wollte gerade was sagen, was ich nicht sagen darf. Moment. Dann kann man immer noch, Tango tanzen. Nee, ist auch egal. Dann kann man ja immer noch sehen, was man daraus macht. Huch. Aber auf jeden Fall haben wir hier eigentlich jetzt die perfekten Voraussetzungen, nachdem wir hier so viel aufgebaut haben, haben wir die perfekten Voraussetzungen, hier etwas wirklich... Also etwas größeres Gebiet zu erschaffen und so ein großes... Ich weiß gar nicht, wie das in anderen Minecraft-Let's Plays ist. Ich gucke ja eigentlich sehr, sehr selten nur, weil Minecraft ist eine Sache, ne? Das kannst du ja auch nicht unendlich machen und gucken und tun. Und gerade bei Let's Plays ist es ja so, wenn man das wirklich durchgehend macht, nicht als Let's Show, ne? Wo man offscreen noch arbeitet. Das ist ja dann geschummelt sozusagen.
Dann ist es ja kein echtes Let's Play. Und bei normalen Let's Plays, wo immer direkt gebaut wird und wo das auch nicht unbedingt ein Let's Play Together ist, sondern halt ein ganz normales Let's Play, wo jemand einzeln herumknechtet, so wie wir hier gerade, da ist es ja dann schon schwieriger, etwas wirklich Größeres zu bauen. Muss man mal dazu sagen, weil man ist ja jeden Tag beschränkt auf 15 Minuten oder halt in unserem Fall auf eine halbe Stunde müsste es jetzt inzwischen wieder sein, hoffe ich zumindest, sonst mache ich mich gerade unbeliebt. Und das schränkt einen da schon sehr ein, muss ich sagen. Also in der Bauweise. Man hat halt nicht Zeit, jetzt irgendwas wirklich Episches zu bauen. Eine riesige Burg oder so. Das geht leider nicht, auch wenn wir es hier ab und zu mal probieren. Aber ich versuche halt möglichst immer kleinere Sachen zu machen, wie die Monsterfalle stückweise fertig machen. Oder das Bauernhaus erst klein anfangen, dann nach und nach ausbauen. Hier mal einen Torbogen rein. Oder hier mal ein Haus anfangen und dann später wieder weitermachen. Das heißt, man muss schon wirklich an den Baustellen hoppen, damit es den Leuten nicht allzu langweilig wird auf Dauer. Boah, ihr Idiotenhundis. Naja, deswegen ist es beim Let's Play immer ein bisschen schwierig, da wirklich was Bleibendes und was Großes zu machen. Aber ich versuche das jetzt hier mal alles so hinzukriegen, dass wir hier wirklich was Zusammenhängendes haben. Etwas, was zusammenpasst. Hier zum Beispiel der Weg dann hier in unseren nächsten Weltenabschnitt sozusagen. Ui, das ist aber groß geworden, der Baum. Naja, und dann mal gucken, was so alles noch draus wird, wie wir das hier noch alles verknüpfen. Aber das machen wir später. Jetzt gehe ich erstmal zurück zum Bauernhaus und dann würde ich sagen... Boah, ich hoffe, ich habe nicht übersteuert. Ich gucke gerade nach rechts und ich bin wieder lauter geworden beim Reden, so aus Gewohnheit. Ich wollte ja eigentlich diese Aufnahme... Ich wollte die Aufnahme ruhiger machen, so als würde ich jetzt reden zum Beispiel. Und dann bin ich dann doch wieder ein bisschen lauter geworden mit der üblichen Erzählerstimme. Ich muss mir das mal angewöhnen, vielleicht wieder ein bisschen ruhiger zu werden und nicht über dieses überbordene... Rumgeschreie zu machen. So, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal eine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, tschüss. So, und willkommen zurück zur nächsten Minecraft-Aufnahme. Heute mit dramatischer Musik und musischer Untermalung. Ach, ich wollte gerade sagen, was für eine geile Höhle ist denn das? Aber ich habe hier gerade ein paar Einstellungen umgefriemelt. Warte mal. Sekunde. Ich muss mal ein bisschen leiser machen bei mir auf dem Ohr, damit ich ja nicht gegen die Musik anschreie. Und ich habe hier 1000 Dinge, die ich eigentlich erledigen will. 1000, geht, mach ich jetzt das, mach ich jetzt das, mach ich jetzt das. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch bei der Monsterfalle ein bisschen basteln. Wir haben hier noch ein bisschen was zu basteln, da muss der Berg weg. Und da hinten haben wir auch noch was zu basteln. Und zwar, da können wir mal gucken. Warte mal, das habe ich auch jetzt anders gelegt. Genau, ach, gucke mal hier. Zack, kann ich einfach so machen, ohne dauernd rumgrabbeln zu müssen. Ich habe mir das Inventar tatsächlich aufs E gelegt. Ob ich mich daran gewöhnen kann, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt erstmal gucken, ob ich hier nicht irgendwo zufällig ein paar Schaufelchen herkriege. It's the epic Schaufelquest! So, denn Schaufeln kann man nie genug haben, vor allen Dingen nicht, wenn man die ganze Zeit Erde am Rumklatschen ist, am Hin- und Herklatschen. Und ich weiß, die gelegte Erde müssen wir gleich wieder ein bisschen wegruppen, wie immer. Aber das liegt daran, dass es ja natürlich alles im Wandel ist, dass sich ja fortwährend alles verändert. Und wir wissen nicht genau, wo die Reise uns hinführen wird, was hier letzten Endes entstehen wird, wie jetzt die Karte aussehen wird. Das war ja zum Beispiel noch vor einem Jahr ganz anders, als es heute aussieht. Wenn man sich denn mal die alten Folgen anguckt, dann ist das teilweise schon so gar kein Vergleich mehr. So, ach Mensch, stimmt, hier hinten haben wir ja schon ein bisschen zugekippt. Ich erinnere mich. Die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her, deswegen muss ich mal versuchen, mich dran zu erinnern, was wir jetzt eigentlich schon alles gemacht haben, was wir jetzt noch alles vorhaben. Und wie kommt das Loch da rechts überhaupt rein? Ach, da habe ich, glaube ich, Steine rausgekloppt, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Steine, Steine, Steine! Einfach mal ein bisschen zur Musik brüllen. Und ich hoffe mal, dass ab dieser Aufnahme diese Asynchronität bei der Aufnahme auch weg ist. Ich hatte das Problem, dass mit der Fraps-Aufnahme plötzlich überall der Sound verschoben war vom Video. Und dann musste ich bei jeder Folge manuell rumpopeln und alles einigermaßen anpassen, was natürlich nicht immer hundertprozentig gelingt. Aber ich hoffe, dass es in diesem Fall dann einigermaßen ging. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich das hier mache mit der Tür. Naja, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Wir werden lernen zu verstehen. Lalalala. Bei der Musik will man immer mitgrölen, aber ich glaube, das wird dann nur noch peinlicher als sonst immer. Was ja schon fast zu toppen ist. Gar nicht zu toppen ist, meine ich. E-Gitarren-Solo! Bernd, hau in die Seiten! Und ich wollte jetzt nochmal ganz kurz gucken, ob ich hier vielleicht doch noch einen Durchgang machen soll. Es würde sich ja fast schon anbieten, aber dann müsste ich halt... Boah, dann müsste ich bis hier hinten oder so, müsste ich die Erde weghauen. Boah. Ich mache da immer jetzt testweise so einen Durchgang, ne? Ich will das jetzt nicht alles machen. Ich mache jetzt immer ganz testweise, wie das dann aussehen könnte oder wie das dann sich anmuten würde, wie viel Weg das wäre, den wir da zusammen zurücklegen müssten. Und wie man sieht, es wird nicht wenig Weg. Und ich bin froh, dass die Musik überhaupt nicht störend ist hier gerade. Was macht das überhaupt hier? Ich dachte, das wäre Kampfmusik. Huch, warte mal. So. Guten Abend. Mein Name ist Xavier Naidoo. Und ich begrüße Sie heute Abend zur lyrischen Dichterlesung. Ich beginne mit einem eigenen Stück. Und es heißt Dieser Weg. Denn er wird kein leichter sein, nein, er wird eher so steinig und schwer. Und das Inventar ist schon wieder voll, das gibt's doch ja gar nicht. Dieser Weg! Dieser Weg wird kein leichter sein, er wird steinig und schwer. Dieser Weg wird kein leichter sein, Frieder, komm mal her. Dieser Weg wird kein leichter sein, er wird bitterbös. Nein, dieser Weg, er wird steinig und schwer und dann kaufe ich mir was vom Erlös. So, jetzt aber erstmal in die alte Schnarchmulde, damit uns die Creeper nicht mehr erwischen. Gute Nacht. Njam, 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 njam. Boah, der Holzboden ist so gemütlich, da bin ich direkt wieder aufgewacht. Und jetzt erstmal zurück auf den Weg. Zurück auf den Weg. Denn er ist steinig und schwer und ich wollte noch was ablegen. Hab ich vergessen. Und ich legte ab. Meine Kleidung und alles, meine Würde und mein Stolz, um dieses Let's Play aufzunehmen, wie mir scheint. Aber naja, ihr seid ja Kummer gewohnt. Aus dem eigenen Leben, meine ich. Deswegen treffen wir uns ja hier alle immer wieder. Immer die gleichen alten Witze, immer die ollen Scherze. So, das geht, glaube ich, hier mal noch um Weihnachtsgeschenke. Müsste ich eigentlich bald schon den Osterbeutel nennen. Dieser Weg. Ja, ich höre schon auf. Aber ich nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Ach, guck mal, die Spitzhacke ist aber auch schon fast im Pöter. Ja. Ach Mensch, ich muss mir mal dran gewöhnen, dass das gleich hier ist. Die Diamantspitzhacke fasse ich natürlich nicht an. Da hätte ich mir gerade eine neue Spitzhacke machen sollen. Ich nehme jetzt mal die Erde mit und dann lasse ich das hier mal einfach so unvollkommen. Nur die Unvollkommenheit an sich ist unvollkommen. So, die Erde nehme ich ja noch mit, ne, damit die nicht ranzig wird. Der hier ein Verfalldatum, das wollen wir auf keinen Fall überschreiten. Und deswegen einfach mal ganz vorsichtshalber schon mal alles mitnehmen. Das tun wir dann zu Hause im Kühlschrank. Tut ja keinem weh, wenn wir ja mal schnell nochmal, ne? Das sieht ja jetzt keiner. Ich hoffe nur, wir müssen nicht wieder einen Alpha-Baum wegreißen, aber mir deucht, dass es genau darauf hinauslaufen wird.